Männer brauchen eine einfache Welt und die gibt es nicht mehr. Es ist eine Frauenwelt geworden. Beispiel, letzte Woche war ich mit meinem besten Freund auf einem Männerabend. Was heißt Männerabend? Billiges Bier, billiges Fleisch. Billige Pinte. Ich muss das vielleicht für Frauen auch kurz erklären. Es geht für Männer bei dem Männerabend eigentlich nur darum, sich in kürzester Zeit komplett auszuschalten. Deshalb brauchen wir auch Begleitung. Nicht, weil wir die schön finden, sondern weil wir wissen wollen, wer ist der Beste. Wir Männer saufen aus sportlichen Gesichtspunkten. Ist bei Frauen natürlich anders. Wenn Frauen gemeinsam ausgehen, nicht, dann wird geschnattert oder wollen sie alle gemeinsam was erleben. Oder so. Das ist uns Männern scheißegal. Wir wollen nur wissen, wer kippt als erster um. So, wir also, Männerabend, gehen in die billigste Studentenkneipe, die wir im Viertel haben. Weißt du, so alles dunkelbraunes Nussbaumholz, schimmert und glänzt alles schon so spackig. Ja? Und du weißt, wenn du dich auf diesen Stuhl setzt, kannst du ihn so einfach nicht wieder verlassen. Zumindest nicht ohne unangenehme Geräusche. Ja? Dann dauert es eine Viertelstunde, bis sich die Sozialpädagogin endlich vom Tresen löst. Nur so die Art Personal, wo du auch weißt, ja, da gibst du deine Bestellung wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf. Und ich denke, okay, es ist ein Männerabend, wir versuchen es, wir ziehen das durch. Ich bestelle also 12er Chicken Wings, Pommes Mayo und 2 Pils. So, weißt du, was sie sagt? Oh, Pommes haben wir gar nicht mehr, nur noch Potato Wedges. Und auch keine Mayo, aber eine super Sour Cream. Und in welchem Style hättet ihr die Chicken Wings denn gerne? German, Italian, Swiss oder Australian? Und dazu gibt es einen super Dip. Hier sind 24 Dips zur Auswahl. Könnt ihr euch einen aussuchen? Und wie groß sollen die Pilze sein? 0,25, 0,33, 0,46 oder 0,568 Periode? Und ich so, was? Periode? Danke, wir gehen zur Tanke. Nee. Ja, weißt du, wenn ich sinnlos diskutieren will, kann ich auch zu Hause bleiben. Nee, also... Da habe ich das ja auch immer. Also gerade zum Thema Fußball.